Mein Uhrenquiz ist mittlerweile beinahe so etwas wie Standard auf meinem Kanal und dies ist die dritte Ausgabe und ich begrüße dich ganz herzlich hierzu. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute zu meinem dritten Quiz reingeklickt hast. Es soll auch direkt losgehen, ohne große Vorrede. Ihr wisst das, 2 Punkte pro Frage. Wenn ihr auf Pause drückt und googelt, dann nur einen Punkt. Und hier ist auch schon die erste Frage. Was ist ein Sekundenarray? Mir geht es nur um die Grundfunktion und keine ausgefeilte technische Erläuterung. 20 Sekunden ab jetzt. Ja, ein Sekundenarray ist eine Funktion, um die Zeit bei einer Uhr besser einstellen zu können. Ein Uhrwerk hat üblicherweise 2 im Wesentlichen bekannte Funktionen, wie sich der Sekundenzeiger verhält, wenn man die Krone zieht, um die Uhrzeit zu stellen. Entweder der Sekundenzeiger läuft weiter, man kennt das von verschiedenen Werken, oder aber der Sekundenzeiger bleibt genau dort stehen, wo man die Krone gezogen hat. Das heißt, um die Zeit genau einstellen zu können, muss man warten, bis der Sekundenzeiger auf der 12 ist und dann die Krone ziehen. Beim Sekundenarray ist das anders. Man zieht die Krone, ganz egal wo der Sekundenzeiger ist, und er läuft automatisch auf die 12, sodass die Zeit exakt gestellt werden kann, ohne dass man warten muss, bis der Sekundenzeiger auf der 12 ist. Habt ihr es gewusst? Kommen wir zur zweiten Frage. Und das ist eine Frage, die, denke ich, relativ einfach ist. Was ist von den hier genannten keine deutsche Uhrenmarke? Jaeger und Benzinger, Mark and Sons, Lang und Heine, Autran und Viala oder Satura und Borkler? 20 Sekunden ab jetzt. Wie gehabt, 2 Punkte, wenn ihr es gewusst habt, 1 Punkt, wenn ihr Hilfe in Anspruch genommen habt. Und die Antwort ist natürlich Satura und Borkler. Die gibt es nicht, die habe ich mir ausgedacht, teilweise aus Erwin Sattler, teilweise aus Borgward. Es ist definitiv keine deutsche Uhrenmarke. Alle anderen 4 gibt es als Marken in Deutschland. Kommen wir zur nächsten Frage. Und hier wird es ein kleines bisschen genauer. Ich suche ein ganz spezielles Feature, was auch einen Namen hat und nicht nur kann die Zeit anzeigen, hat Stunden- und Minutenzeiger oder ein mechanisches Uhrwerk, sondern ich suche ein ganz spezielles Feature, eine ganz spezielle Komplikation, die man auch namentlich benennen kann. Welche dieser speziellen Komplikationen wird in mindestens einer Produktlinie der folgenden 5 Marken angeboten? A. Lange und Söhne. Hier beziehe ich mich auf die Lange 1 Serie. Glashütte Original und hier zum Beispiel in dem 70s Chronograph. In der Wempe Zeitmeister Classic ist das ebenfalls vorhanden. Auch die Mühle Glashütte Teutonia 2 bietet diese spezielle Sache an und auch die Sinn 6090 konnte damit aufwarten. 20 Sekunden ab jetzt. Ja, ich
bin wirklich gespannt, wer von euch drauf gekommen ist, denn das war, glaube ich, die schwerste Frage in meinem Quiz dieses Mal. Es handelt sich um das Großdatum. Und Großdatum bezeichnet nicht nur die Größe der Ziffern, sondern zwei unabhängige Anzeigen für die Zehner, also 20., 30., 10. und die eine Anzeige, 1, 11, 21, 31. Das sind zwei getrennte Räder, zwei getrennte Scheiben, die diese Anzeige dann zu einer Gesamtanzeige zusammensetzen. Das wird im Allgemeinen als Großdatum bezeichnet und alle diese fünf Marken bieten dieses Feature in den hier genannten Produktlinien an. Kommen wir zur dritten Frage. Und bei der dritten Frage bleibe ich bei A. Lange und Söhne. Und zwar geht es hier um die Lange 1 Perpetual Calendar Tourbillon. Also schon was ganz, ganz Feines. Wie viele Einzelteile werden in diesem Uhrwerk verbaut? Sind es A. 387, B. 439, C. 513 oder D. 624 oder E. 705? 20 Sekunden ab jetzt. Es sind, um es kurz zu machen, 624 Teile, richtig, richtig viel und ein wunderschönes Uhrwerk, leider auch für mich komplett unbezahlbar. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr es gewusst habt. Wenn ja, 2 Punkte bei Hilfe 1. Ihr kennt das Spiel, ich sage es nur jedes Mal dazu, falls sich irgendeiner zum ersten Mal in das Quiz einklingt. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum wohl schwersten Teil meiner Quizserie, und zwar Watch Morph. Dieses Mal habe ich mir was Farbiges für euch ausgesucht. Es sind zwei orangefarbene Uhren, die vom Stil her komplett unterschiedlich sind. Vielleicht hilft euch das ein bisschen. Schaut es euch an. 25 Sekunden ab jetzt. Habt ihr es gewusst? Seid ihr drauf gekommen? Es sind die Nomos Club Campus 38 zu einem Verkaufspreis von 1.200 Euro und die Strova Pro Diver zu einem Verkaufspreis von 1.450 Euro. Die Campus hat einen Durchmesser von 38,5 mm, eine Höhe von 8,5 mm und ist bis 10 ATM wasserdicht und damit wohl mindestens zum Schwimmen geeignet. Die Pro Diver hat einen Durchmesser von 42 mm, eine Höhe von 15,6 mm und ist bis 1000 Meter wasserdicht. Also wir haben hier einen sehr robusten Diver, eine sehr robuste Taucheruhr und eine sportliche, sommerliche Uhr für jeden Anlass. Mit der Farbe muss man natürlich ein kleines bisschen aufpassen, kann man nicht zu allem tragen. Aber trotzdem eine fröhliche Sommeruhr, die mir ebenfalls sehr gut gefällt. Ja, das war jetzt schon wieder mein Quiz. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, wie ihr abgeschnitten habt. Und vielleicht hat auch der ein oder andere Anregungen, was ich in Zukunft mal machen könnte. Ich habe noch ein paar Ideen, aber ich bin dankbar für jede Anregung und jeden Hinweis. Bis dahin, tschüss, euer Axel.